Hey Leute, willkommen zu einem neuen Rocket. Bevor wir da einsteigen, nochmal ein kurzer Hinweis. Der Jackpot steht schon kurz vor 30.000 Euro. Das Ganze noch mit über 230 Tagen Restzeit. Also es wird einiges zu greifen geben. Und wenn ich im Moment in die Rangliste schaue, dann scheinen es mir historisch günstige Rahmenbedingungen, wenn man da mal neu einsteigen möchte. Denn in den letzten Wochen ist wahrscheinlich auch frühlingsbedingt die Beteiligung doch deutlich zurückgegangen. Hier haben wir es in der Woche vom 22. bis 28.04. haben schon 2.500 Punkte gereicht, um sich zu qualifizieren. In der Woche danach sogar historisch niedrige 2.370 Punkte. Das sind Wochen, da haben teilweise nur 20 Leute überhaupt die 5 Pflichtserien oder die 5 Wertungsserien vollbekommen. Das heißt, mehr als jeder Zweite, der es versucht hat, hat sich auch für die Monatsmission qualifiziert. Nicht anders in der letzten Woche, auch wieder reichten 2.500 Punkte. Und in dieser Woche, die ja gerade erst angefangen hat, haben wir auch nach anderthalb Tagen erst 12 Teilnehmer überhaupt. Also, wenn ihr es euch in den Fingern juckt, ihr einfach noch auf den richtigen Moment gewartet haben solltet, um hier auch mal mitzuspielen, um die Quali für diesen großen Jackpot, dann ist jetzt die Gelegenheit. Sagt jetzt nichts, ich merke es ja selbst, ich schwafel zu viel drumherum um den heißen Brei. Jetzt aber ran an Tisch, denn nur da zeigt sich, wo der Bartel den Most holt. Alles andere ist Schall und Rauch. Hier muss es bewiesen werden. Ich gehe mal frohgemut an die Sache ran, obwohl mir natürlich noch das 0:0 von letzter Woche richtig in den Knochen steckt. Also ich habe von euch viele aufmunternde Kommentare bekommen, da bin ich auch sehr froh drüber, es hat mir wirklich geholfen. Gerade der eine, der schrieb, beim Fußball würdest du sagen, mit dem 0:0 noch einen Punkt mitgenommen. Ja, immerhin habe ich ja nicht die Liste verloren, da war sogar noch einer schlechter. Aber trotz alledem, du willst natürlich jetzt hier nicht jedes Mal so 0:0 spielen, auch wenn es noch ein Punkt ist. Trotzdem danke, das hat mir geholfen. Heute soll dann aber wieder alles besser werden. Heute möchte ich hier wieder meine Spielanteile mir erkämpfen. So, wir gucken das erste Spiel an. Die Jungs kamen verteilt, ich hatte blank aufgeschlagen, auch beim Grang ist das ja mal eine mögliche Maßnahme. Pik Ass wollte ich nicht spielen, wo ich hier nur den einen vollen habe. Jetzt habe ich auf die Herz 10 erstmal einen König fallen lassen, da wären wir sowieso noch nicht mehr rausgekommen. Wo Herz Dame auch bedient wird, denke ich, jetzt ist es Zeit, das Pik Ass zu senken auf 34 Augen, Schneider frei. Sowieso unwahrscheinlich, dass der Spieler dann jetzt noch eine bestellte Pik 10 führt, wo er noch auch die Schwächen in Herz hat. Auch, dass wir hier noch gewinnen können, wo die Jungs verteilt kommen, das glaube ich eher nicht. Also realistische Ziele stecken. Ja, und da geht der Spieler vom Stich, aber er hat natürlich die Karo 10 im Keller, das ist klar, damit langt es ihm mit 65 Augen, wird dieser Grang erstmal gewonnen. Ja, was ist denn hier schon wieder los? Mensch, also, ich weiß auch nicht, guckt euch das Ding mal an. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich hoffe mal, ich denke mal, ich bin jetzt gar nicht so der Typ, der mit dem Jaulen schon beim ersten, zweiten Spiel anfängt. Nicht wirklich. Aber wenn ich das jetzt in der Serie sehe, mit dem Ding von letzter Woche, dann wird das schon ein richtiger Lauf. Ne? Kein guter Lauf. Also beobachten wir das jetzt mal erstmal, wie hier dieser Grang gespielt wird. So, Jungs sind wieder raus, okay, wir haben 8 Augen, also wenn ich jetzt mit der Kreuz 10, wenn ich rechtzeitig rankomme, hier noch einen Stich mache, dann kann die Kreuz 10 was machen, ist aber nicht der Fall. Karo König muss ich natürlich hier nicht zu dritt halten, wo wir erst 8 Augen haben, muss ich nicht eine Karte halten, um einen 14-Augen-Stich höchstens zu machen, damit kommen wir auch nicht raus. Habe ich natürlich gehofft, dass die Karte ein wenig anders sitzt, aber der Alleinschwert noch Karo Ass 10 Lusch, ja, dann ist es das, dann sind wir Schneider. So, wir haben einen 48er, wir haben einen 72er und jetzt komme ich. Das ist doch der Aufwärtstrend. Zwei Asse und ein Buben. Naja, gut, ich habe 18 gesagt. Ich konnte mal wieder 18 sagen, immerhin. Also auch die kleinen Zeichen, auch die kleinen Freuden, es geht aufwärts. Aber Spieler 1 hat gehalten und jetzt sage ich mal so, jetzt reibe ich mir die Hände, jetzt machen wir ihm Feuer unterm Arsch. Das Spiel, ja, das wird jetzt gekämpft.
Grang-Spielter. Und guckt euch das mal an. Ganz frech, Herzbube raus beim Grang ohne 2, wo ich noch 18 biete. Ja, hat er mir dann nicht die beiden Jungs zugetraut? Ich meine, die Sache ist ja ein bisschen brenzlig, wenn einer beide Buben hat. Ich habe hier zwei Asse stehen. Also irgendwie denke ich doch, der Spieler müsste da vielleicht wenigstens die besetzten Könige irgendwie haben. Irgendwas in Herz und Pik wird er wohl schleppen, nicht ganz nackt sein, auch wenn er vielleicht schon eine 10 irgendwie gedrückt hat. Jetzt kommt noch Kreuz und dadurch. Na, das nenne ich mal Respekt. Kreuz Ass mindestens zu dritt, Karo Ass 10, die beiden roten Buben. Hat mein Partner ihn natürlich zweimal schön in Karo getroffen. Warum hat er das getan? Ja, jetzt stehe ich natürlich da. Er muss jetzt doch antreten. Herz 10 im Keller. Damit haben wir immer noch nicht viel Augen. 14, na super. Und jetzt bringt mein Partner das fertig und spielt auch noch eine Lusche. Ich meine, der Alleinspiel, wie gesagt, zwei Kreuzen, einen Buben hat er noch. Er wird nicht mehr Herz und Pik Ass bedienen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, hat er zuerst dann seinen Blanken wieder gespielt? Halte ich nicht für unwahrscheinlich. Und steht, wenn er jetzt noch in Pik Lusch König oder so steht, dann drehe ich ja durch, wenn ich jetzt hier rausnehme und er dann mit dem Pik König den Stich macht. Nee, dann muss ich jetzt hier eher mal auf 17 oder was mitnehmen und jetzt das Ass auf den Tisch knallen. Schnapp. Ja, war aber nichts. Gestochen. Hab mir gedacht. Und sogar Kreuz zu viert. Meine Güte, das war ja ein gewagter Grang. Schon 20 Augen im Keller, Herz 10, Pik 10. Aber wenn da die Jungs stehen, er hat natürlich auch keine Stärke mehr in Herz und Pik, sondern viermal Kreuz dabei, wo ihm auch noch die 10 fehlt und Karo Ass 10. Ja, gut. Man kann aber sagen, beim Rocket, da musst du genau auch, sag ich mal, diesen Wagemut mal haben, dass du so ein Ding einfach auf diese Weise durchziehst, dass du nicht auf ein sicheres Ergebnis mit einem sicheren Spiel gehst, sondern auch mal was riskierst. Zwei, dreimal, wenn das dann funktioniert, dann kann es ein gutes Ergebnis werden. So, jetzt bin ich doch aber dran. Spiel 4, zwei Asse, zwei Buben, das Ganze in Vorhand. Und Spieler 1, ja, 0 wollte er wohl doch nicht, oder 0 wäre jedenfalls, denn er springt hier gleich auf 33 und damit bin ich raus. Das gibt's doch gar nicht. Ich komme nicht ans Spiel. Ich wollte es wirklich gerne versuchen. Mein Kreuzspiel ist auch noch kein Gedicht, aber gegen eine Nullreizung hätte ich ihn mir auf jeden Fall angeschaut. Doch Spieler 1 lässt nicht locker. Bitte sagt mir, dass er jetzt keinen Pik spielen will. Ich fürchte es. Ich will es nicht, aber ich fürchte es. Komm, er spielt jetzt Kreuz, ich habe 5 dagegen und mein Partner nimmt noch das Pik Ass mit, was er bedienen muss, und wir machen 95. Das ist mal der Plan, aber nein, er spielt doch Pik. Gut, ich habe von jedem ein bisschen was dabei. Ich habe keine Farbe, wo ich mein Kreuz Ass wimmeln kann. Mein Partner wird auch nicht mehr Trümpfe haben als ich, jedenfalls voraussichtlich nicht. Also die beste Variante, das Kreuz Ass direkt auf den Tisch. Ist an sich nur dann schlecht, wenn der Alleinspieler nun gerade die einfach bestellte Kreuz 10 hat. Na, wenn der Alleinspieler 3 Kreuz hat, dann sticht mein Partner im zweiten. Das geht also auch. Ah, aber mein Partner, der tut gleich die 10 rein, der knistert, das sehe ich doch gerne. Und der Alleinspieler allerdings auch. 32, das ist mehr als die halbe Miete. Ja, spricht schon irgendwie viel dafür, dass Kreuz Doppellusche gedrückt ist und mein Partner nur 10 König hat. Oder dass er wirklich sehr wagemutig ist, direkt aus dem Drilling auch die 10 reintut. Wie auch immer, den Alleinspieler dürfte es freuen. Ja, super. Trumpf voller, zweiter Trumpf voller auch noch verstochen. Das sind offen gespielte 46 jetzt schon. Na, dann wird er wohl jetzt über die Dörfer gehen. Ja, so ist es. 46, 57, dong, da ist das Spiel im Ziel. Offen gespielte 74. Gut. Mehr wird er dann wohl auch nicht machen. Ja, und das Spiel, es war sogar ohne Vieren. Und wie wir hier jetzt sehen, Karo 10 hat er auch nicht. Also es war wirklich gar kein gutes Spiel. 5 Trumpf ohne 4, nur mit Herz Ass 10 Lusche dabei, 0 Augen Kreuz gedrückt. Und in Karo hat er auch noch den bestellten König oder die Doppellusche, sowas in der Art. Ja, man hat Traute, würde ich sagen. Oder die Frau. Und das ist genau das, was du hier natürlich auch brauchst. Gut, zwei gute Spiele, aber das reicht noch nicht. Du musst weiter auf dem Gas bleiben. Dann jetzt hier noch so ein Risikospiel nehmen, ohne Vieren, gut locker gewinnen, weil alles ordentlich steht. Trumpf 3-3.
Karo steht anständig, Herz steht 2-2, alles war so, wie es sein soll. Ja, dann kannst du auf eine kurze Distanz beim Skat richtig Punkte raushauen. Tja, was soll ich sagen? Da geht's weiter. Er macht das nächste Spiel und ich bin wieder mal, ja, chancenlos, hier nichts in der Hand. Da kommt wieder ein Grang. Schön für Spieler 1, sage ich mal. Schön für Spieler 1. So, 21, erstmal ein Karo. Jetzt gucken wir mal. Ah, Herz, Ass und 10 hat er wohl selbst. Denke ich jetzt eher nicht, dass mein Partner da noch rüber kann. Nein, ist auch nicht der Fall. Tja, und auch Pik steht artig, auch Pik steht wieder hier. Ich habe nur 2, steht auch wieder 2-2. Ja, vielleicht noch ein Herzstich, ne? Ja, da kommt der Herzstich. Aber das wird uns wohl, also dass mein Partner unterm Herz Ass gespielt hat, kann gar nicht sein. Das, oder, das ist schon nicht unmöglich, aber das glaube ich einfach nicht. Ja, Mensch, vielleicht hätte ich hier sogar Herz Lusche noch warten müssen, falls tatsächlich der Alleinspieler noch auf König Lusche steht und mein Partner unterm Ass gespielt hat. Aber ich konnte es mir nicht vorstellen, so war es auch nicht. Ja. Da hat der Mann jetzt noch einen Grang mit rein. Ja, 495, was ist denn das für ein Antritt? Da sieht man ja nicht mal mehr die Staubwolke, der ist ja meilenweit weg. Beispiel 5. Und wenn ich mein Ergebnis jetzt so zusammenrechne, inzwischen 17 Spiele im Rocket ohne ein einziges Spiel. Wow. Also irgendwann wird es ja dann schon doof, auch so fürs Zuschauen und so. Weiß auch nicht. Denkt denn der liebe Herr da oben, der die Kartenverteilung überprüft, dass das jetzt die Strafe ist, weil ich hier Videos mache oder was? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, Spiel 6, das ist doch ein Karo Hand. Das ist ein schönes Spiel und Spieler 1, der die ganze Zeit immer dagegen hält und auch die Hand voll hat, jetzt hat er aufgegeben. Jetzt komme ich endlich mal zum Zuge, wollte ich sagen. Aber das war, bevor Spieler 3 eingegriffen hat. 24 bietet mir der noch. Ja, dann Kreuz will er wohl nicht spielen, denke ich mal. Dann komme ich hier für mein Karo Hand auch einfach nicht ran. Und jetzt gegen 2 Reizungen das Ding noch höher zu ziehen, das ist ja auch quasi Selbstmord, das bringt nichts mit dem Kopf durch die Wand. Dann passe ich lieber auf 24, die Chance vielleicht größer, dass mein Partner Kreuz trifft, wenn es interessant wird, und das kann ja jetzt eigentlich nur der Herz werden, ne? Herz ohne 3, wenn mein Partner den Kreuz Buben hat, oder 0, ja, oder 0 Ouvert, ich wollte es gerade sagen, oder 0 Ouvert, da kommt der 0 Ouvert, einzige Schwäche, Pik 8, ich habe aber 3 Pik, kann nur einmal auf Herz abwerfen, also wird es nichts, schenken, aufgeben, weitermachen. Mensch, ist ja schon ein Stück frustrierend. So, jetzt sage ich mal Folgendes, ich mache hier jetzt mal eine kurze Pause. Und für alle Zuschauer, also jetzt mal, wer möchte, dass es so weitergeht, dass ich gar kein Spiel mehr mache, der darf sitzen bleiben. Alle anderen, jetzt mal einmal aufstehen, in die Luft springen und dann um den Stuhl laufen. Und dann muss doch jetzt hier noch was gehen. Das kann ja wohl so, also ansonsten weiß ich auch nicht. Wenn das hier irgendeinen Sinn haben soll, dann machen wir es so. Und jetzt gucke ich mal, jetzt muss es losgehen. Gut, erste Indikation, mindestens ein Drittel von euch haben diese Nummer gemacht, sind hochgehüpft und um den Schuh gelaufen, denn dieses Spiel, das werde ich jetzt machen, koste es, was es wolle, das Spiel geht mir nicht vom Tisch. 4 Stiche, Abgabe beim Grang, da muss doch was jetzt noch drin liegen. Jawohl, Herzbube, wunderbar. Jetzt haben wir einen Grang mit 4. Gucken wir mal, ob Herz glatt sitzt. Ja, Herz sitzt glatt, damit ist das Spiel gewonnen. Ein Stich noch in Pik, jetzt geht es nur noch um Schneider. Also bei 13 Liegen spielen wir natürlich nicht die Pik 10 vor, sondern hoffen auf Pik 2-2 oder dass derjenige die Nerven verliert und Pik König gleich rausnimmt. Hat aber nicht getan, aber jetzt. Wunderbar, Pik steht 2-2. Ja, da staunt ihr jetzt, sage ich mal. Spielt ihr mal die 72er und 96er, die gucke ich mir gerne an, also bei mir geht es mit 144 los. So, und das soll erst der Anfang gewesen sein. Jawohl, gesagt, getan, das ist doch mal eine Hausnummer, 5 volle mit 3 Assen und Kreuzbube, also wenn das nicht mein Spiel wird, dann fresse ich einen Besen, der soll mal reizen, ich würde Grand Hand spielen zur Not, wenn ich muss, wenn er hier etwa 0 Ouvert Hand oder so hat.
Naja, gut, der Gang Hand. Da wäre vielleicht dann doch ein bisschen steil. Aber ich komme auf E24 ran. Und hepp! Jawohl, da ist der Herzbube. Wunderbar. 13 runter und einen Grang ansagen. Irgendwie habe ich jetzt auch plötzlich, irgendwie habe ich ein optimistisches Gefühl jetzt. Als ob ihr alle Schleusen geöffnet habt mit euren Regentänzen, die ihr in euren Zimmern durchgeführt habt, habt ihr mir die Brust gelöst. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das Ding wird Schneider. Geht's schon los? Karo 10 geangelt, Jungs kommen verteilt. Damit ist der Schneider schon sik, weil ich auch noch die Pik 10 im Keller habe. 8 Augen, 2 volle sind überhaupt nur noch draußen. Gut, hier, wir spielen den einen Stich noch und dann kann ich die Karten zeigen. Es ist zwar kein 144er mehr, aber auch über ein 72er Spiel freut sich der Mensch und sieht mal da, an Spieler 3 bin ich ja geradezu jetzt schon vorbei geflogen mit diesen Paketen, dem habe ich schon fast 100 abgenommen. Und jetzt Spiel 9. Ich sag mal, das wird jetzt die spannende Frage. Wenn ich dieses Spiel jetzt noch bekomme, diesen Null-Ouvert, wo ich nur Pik 7 Dame faul habe, dann würde ich sagen, bin ich vom Glück geküsst, denn mir fehlen natürlich 4 Asse, 4 Buben und auch 3 Zehner. Also eigentlich ist die Chance gar nicht so wahnsinnig groß, dass ich hier rankomme. Spieler 1 gibt auch schon wieder Gas und wenn der ein paar von den Buben und Assen abbekommen hat, dann wird er wohl auf Grang gehen. Aber es hilft nichts. Ich biete die 46, ich werde es versuchen und ich komme ran. Ich komme ran bei 30. Also jetzt noch einmal hepp. Jawohl, da ist der Treffer. Kann sogar jetzt schon die Herz 9 mitdrücken, so gut war drin. Also zweimal getroffen. Ja, bei dem Spiel, wie gesagt, da war eigentlich die spannende Frage nur, komme ich ans Spiel oder komme ich nicht ran? Und ja, ich würde mal sagen, die Karten müssten relativ gleichmäßig bei den anderen verteilt sein, sonst wäre ja ein Grang unterwegs gewesen. Das war dann also mein Glück. Und jetzt bin ich doch schon so weit rangekommen. Das sind nur noch 33 Punkte, also ein 33er Spiel, dann hätte ich Spieler 1 schon erwischt. Jetzt wird es ja langsam Zeit, die kleinen Seitenwetten durchzuführen. Ne? Nehmt euch mal Stift und Papier und wettet mal dafür oder dagegen, wer hier den Tisch gewinnt, ob ich jetzt Spieler 1 wohl noch bekommen werde. Was haben wir gesagt? Ein Pik zweifach brauche ich. Also ein Pik ist es schon mal und ein Ansatz ist es auch. Vorhand, weg und weg. Also wenn das jetzt nicht zack. Okay, Karo Bube hilft natürlich, aber war trotz alledem fast ein wenig weniger, als ich für Passe erwartet hatte. 6 Trümpfer Pik, würde ich mal meinen. Ja, wie drücken wir ihn? Entweder 13 Augen, Karo 10, Kreuz Dame oder Kreuz Dame Lusche. Das sind, würde ich sagen, die beiden Varianten, die ich in Betracht ziehe. Ich entscheide mich heute mal für Kreuz Dame Lusche, halte die Karo 10 im Blatt. Muss nicht immer richtig sein, wird der Spielverlauf zeigen. Heute habe ich das so im Gefühl. Und die Drückung geht einher auch mit meinem Plan, das Spiel von oben zu beginnen, also mit dem Kreuz Buben. Aus dieser 6-Trumpf-Konstellation habe ich es schon so oft gesehen, dass du da mit dem Kreuz Buben jetzt einen Buben angelst und wenn du direkt einen Buben schnappst, dann kannst du Karo Bube fortsetzen, vielleicht sogar Chance auf Trumpf 10. Und da haben wir es wieder. Der Herz Bube fällt, das gefällt mir erstmal. Jetzt vermute ich mal, dass da die Trumpf 10 reingeht, aber es geht die Dame rein. Also das muss man natürlich sagen, von Spieler 3. Ich würde mal sagen, das ist nicht gut gezockt. Also aus Herz Bube und Trumpf Dame, jetzt um ein Auge zu sparen, ein lächerliches Auge, gibt er jetzt den Trumpfstich auf und damit auch die Trumpf 10 bei seinem Partner. Also wenn ihr sowas wie Herz Bube, Trumpf Dame oder Herz Bube, Trumpf König habt und der Alte kommt auf den Tisch, dann dürft ihr natürlich auf keinen Fall den Herz Buben legen, genau wegen dieser Konstellation. Das ist natürlich nicht wirklich ein Auge gespart, sondern ein Trumpfstich verballert und die Trumpf 10. Also habt ihr gerade fast 20 Augen dann versenkt. So, ich meine, wenn Spieler 3 jetzt den Herz Buben noch hat, hier mit rankommt, dann ist das Spiel natürlich bei ihm, dann sitze ich in Hinterhand. Das hätte mich dann begünstigen können. So kommt jetzt Kreuz auf den Tisch, was ungünstig für mich ist bei meiner Drückung, aber weil sie erst 7 Augen haben, kann ich jetzt ja schon fast relativ kontrolliert hier mal abschmeißen, sogar mit noch so einer ganz kleinen Schneider-Idee, wenn Spieler 3 jetzt irgendeinen Mist baut, ne? Irgendwie Karo unter durch oder so spielt, sie haben ja jetzt erst 18,
ja gut, Schneider, das ist jetzt sehr gewagt, aber zumindest scheint mir der Sieg nicht mehr gefährdet, auch wenn er jetzt natürlich richtig hingreift. Was haben sie jetzt? 7, 18 und 25 sind jetzt 43. Gut, jetzt darf natürlich auf Herz keine 20 Augen mehr fallen, also nicht Herz 10 und Kreuz 10 oder Herz 10 und Trumpf 10, das darf nicht mehr passieren. Von daher jetzt schon gut gespielt von Spieler 3, dass er jetzt Herz öffnet, aber Spieler 1 nimmt rüber und damit bin ich natürlich wieder in einem guten Gefühl, denn Trumpf 10, die muss ja bei Spieler 1 sitzen, die kann nicht mehr hinten sein. Dann haben sie 50 Augen und ich gewinne hier das Spiel. Ja, wenn ihr gerechnet habt, 33 hätte ich gebraucht, um zu Spieler 1 aufzuschließen. Jetzt habe ich nur 22 gemacht. Damit 11 Punkte noch hinten ran, aber auf jeden Fall, was für ein Zwischenspurt. Das geht ja dann manchmal ab wie Schmidts Katze beim Skat, entschädigt auch für die eine oder andere Durststrecke. Jetzt gucken wir mal, 11. Spiel. Ne, Spieler 1 passt und dann passe ich auch, wo zwei schon am Reizen sind. Damit vertagen wir die Entscheidung mal in das letzte Spiel. Wobei sogar Spieler 3 kann, wenn er jetzt ein gutes, teures Spiel macht, vielleicht sogar auch noch um den Listensieg mitspielen. Na, dann bräuchte er aber schon ein sehr gutes Spiel. Okay, erstmal ist es ein Gerang. Zwei Buben sind raus, das dürfte ihm gefallen. Wo Pik-Bube ist, ist natürlich jetzt noch nicht ganz klar. Mein Partner hat 18 geboten, der Alleinspieler geht jetzt über die Dörfer, also das sind so die Indizien, Pik-Bube nach diesem dritten Stich, würde ich schon fast sagen, müsste bei meinem Partner sein. Wenn der Alleinspieler Pik-Buben noch hat, dann hätte er vielleicht mal den Pik-Buben eröffnet statt den Kreuz-Buben und dann würde er wohl, wenn die Jungs verteilt kommen, erstmal seine Schwächen im Blatt klären, also vielleicht was von unten spielen. Dass er also den Kreuzbuben zieht, jetzt über die Dörfer geht, mein Partner noch die 18 geboten hat, das sind jetzt schon so eine Indizienkette, die inzwischen sehr stark danach aussieht, dass mein Partner noch Pik-Bube hat. Die Frage ist, nützt es uns, wo mein Partner alles bedienen muss? Ja, nützt uns nichts. Alleinspieler gewinnt mit 64, nachdem seine vier Vollen gelaufen sind. Und dann haben wir jetzt die Situation. Also eine schöne Liste, so viel können wir schon mal sagen. Kein Beatspiel am Tisch. Aber ich würde sagen, war auch nirgendwo ansatzweise eine Chance, ein Spiel hier umzubiegen. Ja, und dann würde ich mal sagen, in die Hände gespuckt, das letzte Spiel, also Spieler 1, wenn ich irgendwas habe, dann werde ich es versuchen. Dann werde ich versuchen, noch an dir vorbeizuziehen. Oh, und das ist Mittelhand. 5 Trümpfe ohne Dreien, 5 schlappe Trümpfe ohne Dreien, kein Seitenass. Das wäre die negative Auslegung. Ich kann aber auch sagen, mit dem lachenden Auge, ich habe 5 Volle und einen Buben. Wenn das kein Spiel wird, weiß ich auch nicht. Das wird jetzt erstmal gereizt. Ah, bei 20 passt er, erhält 18. Also wenn das nicht jetzt so eine typische Hebereizung ist, was macht Spieler 3, der passt? Also irgendwie, das ahnst du schon, ne? Dass jetzt ein dunkler Bube drin liegt, wo er die 18 hält und auf 20 erst passt. Aber gut, Bube und Ass, Schnapp. Kreuz Bube ist drin, wie vermutet, und Kreuz Dame. Damit ist es ja immerhin ein schöner Fünftrümpfer Kreuz. Oder sagen wir mal, schön ist die andere Frage. Ich kann auf jeden Fall 20 Augen drücken. Nur noch nicht klar, welche. Alle Kombinationen sind quasi denkbar. Klassisch wäre so Herz 10, Pik 10. Aber weil ich nur Fünftrümpf habe und in Mittelhand bin, komme ich da normalerweise zu kurz. Ich glaube auch nicht, dass ich in Karo eingespielt werde. Deswegen gehört für mich die Karo 10 mit runter. Und dann ist ja die Frage, die blanke Pik 10 wäre dann so klassisch und einfach hoffen, dass die bestellte Herz 10 den Stich macht. Es geht auch noch anders. Bei 18 gehalten, 20 gepasst, das kann eine Hebereizung sein, das kann aber auch der seriöse Herz sein oder eine Mischung aus beidem. Deswegen ja, lässt es sich sicher auch so rumdrücken mit der blanken Pik 10. Nebelkerzen auswerfen, aber ich habe dann doch gesagt, nee, das ist vielleicht ein bisschen zu frivol, mit 20 im Keller ist das schon ein schönes Spiel. Ich behalte mal die bestellte Herz 10 im Blatt und guck mal, ob Vorhand wirklich diesen Herz gereizt hat. Also Daumen drücken und Herz Dame im ersten Stich kommt gleich die Entscheidungskarte. Ich würde mal sagen, er hat auf 20 gepasst, er spielt das Bild, wenn ich da jetzt nicht raufgehe, dann weiß ich auch nicht. Zack, jawohl, das war's doch, 33. Jetzt noch schnell das Karo Ass.
läuft 44. Ich würde sagen, lehne ich mich mal aus dem Fenster, das Spiel müsste jetzt gewonnen sein. Trumpf 10 will ich schon noch nach Hause bekommen, Kreuz Buben natürlich auch. Das sollte doch irgendwie reichen bei 44 liegen. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. So, hier wird natürlich Karo vorgestochen, alles klar, aber mit Pik Bube, damit ist nur noch der Herz Bube draußen, also nur noch ein Trumpfstich, ich werde noch drei Trumpfstiche machen. Okay, Herz Ass, das war erwartet, Pik Ass auch natürlich nicht so schön, aber jetzt werde ich ja gewinnen. Wenn der Spieler hinter mir, Spieler 3, noch drei Trümpfe hat mit dem Herz Buben und jetzt abschmeißt, danach Karo König nicht mitnimmt, dann kann er theoretisch meine Trumpf 10 bekommen, muss dann aber so viele Punkte in den Königen und Karo Bube und Kreuz Bube laufen lassen, dass ich auch gewinne. Tut er auch nicht, er sticht über, wunderbar, dann habe ich jetzt Rest, da kommt auch Trumpf Rückspiel, weil Trumpf gar nicht zu dritt mehr stand. Und ja, Leute, jetzt fällt es aber ab von mir, wie doch die Erleichterung ist groß, ich habe tatsächlich die Liste noch gewonnen. Und das, nachdem Spieler 1 ja überhaupt nicht mehr zu sehen war. Ab Spiel 7 habe ich 5 große Spiele gemacht. Gut, sie wurden immer kleiner, aber 5 von 6 und was für Keulen. Und ja, habe ich doch tatsächlich noch diesen Tisch gewonnen mit 558. Das ist schon irgendwie ein wenig Erleichterung. Damit kann ich jetzt, denke ich, den verdienten Feierabend antreten.